Dobar dan. Dobrodošli na video lekciju iz njemačkog jezika za šesti razred. Tema je Mein Tagesablauf in der Online-Schule. Lektion 4. Ovo su današnji ishodi učenja. Učenik odgovara na osobna pitanja u prezentu, postavlja pitanja u prezentu, razumije tekst o tijeku dana koji je isto u prezentu i govori o vlastitom tijeku dana koristeći prezent. Pa krenimo. Prisjetimo se. Za ovaj sat njemačkog trebate bilježnicu i olovku jer ćete nešto zapisati. Slušalice i internet jer ćete rješavati digitalni zadatak. I ne zaboravite, u svakom trenu možete pauzirati ovu video lekciju. Erinnert ihr euch an diese Präsensformen von diesen Verben? Das sind die Verben sein, haben, spielen und fahren. Versucht jetzt, euch die Präsensformen von den Verben sein und haben zu merken. Pokušajte sada zapamtiti oblike prezenta za glagole sein, biti i haben, imati. Wie lauten diese Formen? Sagt es laut. Und das ist die Lösung. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie, sie sind. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Versucht jetzt, euch die Präsensformen von den Verben spielen und fahren zu merken. Pokušajte sada zapamtiti oblike prezenta za glagole spielen, igrati se, i fahren, voziti se. Und wie lauten diese Formen? Sagt es laut. Und das ist die Lösung. Ich spiele, du spielst, er, sie, es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie, sie spielen. Ich fahre, du fährst, er, sie, es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie, sie fahren. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Aufgabe. Ergänze die Fragen und antworte. Nadopunite pitanja i odgovore koristeći oblike prezenta iz tablice. Ovaj zadatak možete riješiti i pismeno. Und hier sind die möglichen Lösungen. Ovo su moguća rješenja. Wie ist das Wetter heute? Es ist bewölkt und kalt. Welchen Tag haben wir? Wir haben Mittwoch. Wo bist du im Moment? Ich bin zu Hause, in meinem Zimmer. Wo sind deine Freunde? Sie sind auch zu Hause. Bist du in der Schule? Nein, ich bin zu Hause. Wieso nicht? Wir haben keine Schule. Welche Fächer, Schulfächer, hast du heute? Ich habe Deutsch, Englisch, Mathematik und Biologie. Oder wir haben Deutsch, Englisch, Mathematik und Biologie. Was spielst du zu Hause? Ich spiele Brettspiele und Videospiele. Spielen deine Freunde Videospiele? Ja, sie spielen Videospiele. Oder nein, sie spielen diese Spiele nicht oder sie spielen keine Videospiele. Erinnerst du dich an die Schule in Bayern? Ergänze die Fragen und antworte. Sjećate li se našeg videa o školi u Bavarskoj? Nadopunite i ova pitanja i odgovore.
Hier sind die Lösungen. Wann habt ihr Schule? Wir haben Schule von Montag bis Freitag. Bis wann seid ihr in der Schule? Wir sind in der Schule bis 13:05 Uhr. Womit fahrt ihr in die Schule? Wir fahren mit dem Bus und mit dem Zug. Welche Fächer habt ihr? Wir haben Mathe, Deutsch, Sport, Werken, Religion, HSU. Was spielt ihr gern? Wir spielen gern Fußball und Handball. Welche Fremdsprachen lernt ihr? Wir lernen Englisch. Und jetzt kommen wir zu unserer ersten digitalen Aufgabe. Noch eine Übung. Unesite ovu poveznicu u gornju traku tražilice. Poveznica je bit.li/setce7. Viel Spaß wünsche ich euch. A sada novi zadatak. Promotrite ove rečenice. Što one znače? Ich lerne in der Schule. Ich habe gute Laune. Dobro sam raspoložena, raspoložen. Das ist irre. Spannend. To je uzbudljivo, zanimljivo. Viele Menschen sind gesund. Puno ljudi je zdravo. Was gibt es im Fernsehen? Što ima na televiziji? Ich bin müde. Umorna sam, umoran sam. Ich bin draußen an der frischen Luft. Vani sam na svježem zraku. Das Wetter ist sonnig und warm. Mein Leben ist ein großes Abenteuer. Moj život je jedna velika pustolovina. To su bile rečenice s lijeve strane, a sada s desne. Ich habe schlechte Laune. Loše sam raspoložena, raspoložen. Ich fühle mich munter und ausgeschlafen. Osjećam se svježe i ispavano. Ich bin drinnen in meinen eigenen 4 Wänden. Unutra sam u sva 4 zida. Mein Leben ist so langweilig. Moj život tako dosadan. Ich lerne online zu Hause. Was gibt es im Radio? Das ist nicht interessant. Es ist langweilig. Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Neki su ljudi zbog koronavirusa bolesni. Das Wetter ist regnerisch und kalt. Sada kad znamo što ove rečenice znače, zapišite njihove suprotnosti. Primjer: Ich lerne in der Schule. Suprotnost: Ich lerne online zu Hause. Und das ist die richtige Lösung. Ich lerne in der Schule. Ich lerne online zu Hause. Ich habe gute Laune. Ich habe schlechte Laune. Das ist irre. Spannend. Das ist nicht interessant. Es ist langweilig. Viele Menschen sind gesund. Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Was gibt es im Fernsehen? Was gibt es im Radio? Ich bin müde. Ich fühle mich munter und ausgeschlafen. Ich bin draußen an der frischen Luft. Ich bin drinnen in meinen eigenen 4 Wänden. Das Wetter ist sonnig und warm. Das Wetter ist regnerisch und kalt. Mein Leben ist ein großes Abenteuer. Mein Leben ist so langweilig. Da bismo još bolje zapamtili ove rečenice, riješite i ovaj zadatak. Wie lauten diese Sätze? Kako glase ove rečenice? Ovo je poveznica koju ćete staviti u gornju traku tražilice. bit.li/setce6. Ove zadatke smo rješavali da bismo mogli razumjeti sljedeći tekst. Der Text ist über Leonie. Das ist Leonie. Rate mal.
Ovo je Leoni. Pogodite. Warum ist Leoni zu Hause? A. Sie ist krank. B. Sie hat Ferien. Oder C. Sie hat Schule online. Hört euch den Text an und antwortet. Poslušajte tekst i odgovorite. Heute ist Dienstag. Es geht mir wirklich gut. Warum? Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Ist das nicht irre? Wieso bin ich zu Hause und nicht in der Schule? Die Schule ist im ganzen Land aus. Warum? Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Ich habe Schule zu Hause, also ich lerne online und im Fernsehen. Das ist so spannend. Das Wetter ist auch schön. Später bin ich ein bisschen auf meinem Balkon, an der frischen Luft. Es ist sonnig, warm, denn es ist Frühling. Mein Leben ist zurzeit ein großes Abenteuer. Und was ist richtig? Warum ist Leoni zu Hause? Die Antwort ist C. Sie hat Schule online. A sada možete pauzirati ovaj slajd i pročitati tekst o Leoni. Du bist Leoni. Ti si sada Leoni. Antworte auf diese Fragen. Odgovori na ova pitanja. Wieso hast du Schule online? Die Schule ist im ganzen Land aus. Ich lerne am Computer und im Fernsehen. Warum? Einige Menschen sind wegen Coronavirus krank. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr wohl. Oder ich bin guter Laune. Oder ich fühle mich sehr gut. Welcher Tag ist heute? Wie ist das Wetter? Dienstag. Es ist Dienstag. Das Wetter ist sonnig und warm. Oder es ist sonnig und warm. Was machst du später? Ich bin auf dem Balkon an der frischen Luft. Wie findest du die neue Situation? Das ist so irre. Mein Leben ist ein großes Abenteuer. Jetzt bist du dran. Beschreibe deinen Schultag online. A sada ste vi na redu. Opišite svoj školski dan koji provodite pred računalom. Možete koristiti ove izraze. Es ist, das Wetter ist, wir haben, ich habe, mir geht es, ich fühle mich, ich lerne, ich spiele, das ist so und so weiter. Možete koristiti i neke druge izraze koje ne vidite na ovom slajdu. Puno uspjeha vam želim! Koliko smo uspješni bili u današnjoj video lekciji? Ocijenite se sa sehr gut, gut ili noch nicht, jako dobro, dobro ili još nije. Also bewerte dich. Ich kann persönliche Fragen stellen, auf diese Fragen antworten. Znam postaviti osobna pitanja i odgovoriti na njih. Ich kann den Text über einen Tagesablauf verstehen. Mogu razumjeti tekst o tijeku dana. Ich kann Präsensformen in Singular und Plural benutzen. Mogu upotrijebiti oblike prezenta i zajedninu i množinu. Ich kann meinen Tagesablauf beschreiben. Mogu opisati svoj tijek dana. Nadam se da smo se opet lijepo zabavili i dosta toga naučili. Vidimo se u sljedećoj video lekciji. Bis bald!